Wir befinden uns in der Halbzeitpause des Schlages dieser Runde. FC Griechenland gegen Eintracht Trier beim Stand 0:0. Ah, ich sehe schon den Schiedsrichter. Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Ja, ein prächtiger Tag, der Kollege. Und da sehen wir auch schon ein paar kleine Geplänkel. Denn Argus-Töne bedrängen den Feind. Und jeglichen Führer sinkt der Mann. Erst stürzt der Völkerfürst Agamemnon Hodius aus dem Geschirr. Als dieser umwendet, da fliegt der Speer in den Rücken hin, zwischen die Schulterbrust, das vorn beim Busen er wieder hervordringt. Dumpf in Krach der Entfall und es rasseln nun in die Waffen. 1:0 Griechenland, ein schöner Treffer. Ja, aber Idomeneus mit der Nummer 9 tilgt den Sohn des Millionischen Boros, Festus, der vom FC Titanen mit einer Rekordsumme abgelöst wurde. Denn als Festus den Wagen emporstrebt, da stößt ihn die sperrberühmte Nummer 9, Idomeneus, die ragende Lanze rechts in die Schulter. Er entsinkt in die Schier und Grauen des Todes umfangen ihn. 1:1 Ausgleichstreffer Troja. Aber Idomeneus' Freunde entziehen ihm eilig die Rüstung. Ihn, des Trophios Sohns Kamandros, Träger der Nummer 13, rafft mit spitziger Lanze des Atreus Sohn Menelaus mit der Nummer 5. Als Kamandros vor Menelaus hinbebt, durchsticht mit dem Speer Menelaus Kamandros Rücken zwischen der Schulterbucht, das vorn aus dem Busen der Speer vordringt. Skamandros entzieht vorwärts und es rasseln wie die Waffen. 2:1, ein Schulterbuchtreffer. Aber der Schiedsrichter sieht kein Foul und lässt weiterspielen. Nun treffen Meriones und Pericles aufeinander. Pericles ist ja schon seit seiner Jugend der beste Spielmacher des renommierten Real Tekton. Und so erkor ihn auch die Clubpräsidentin Pallas Athene zum Liebling. Doch zurück zum Spiel. Pericles trifft den verfolgenden Lauf rechts hindurch das Gesäß von Meriones. Die Blase durchbohren, stößt ihm der Speer, das vorn am Schambein er wieder hervordringt. Heulend sinkt er auf die Knie und Todesschatten umfangen ihn. 2:2, Ausgleichstreffer Troja. Aber Meges wirft den Peneus dahin. Als dieser vorläuft, durchsticht der sperrberühmte Phyleide die spitzige Lanze gerade in die Höhle des Nackens. Zwischen den Zähnen hindurch zerschneidet die Zunge das Erz ihm und er entsinkt in den Staub am kalten Erz noch knirschen. 3:2 Griechenland! Ja, aber was sehen wir da? Der Schiedsrichter lässt abpfeifen. Damit gehen wir zurück ins Studio zu unserer Frauenpower-Serie Lysistrata. Good fight, good night. Ja, diese Frauen. Werden sie herbestellt, den alten Ziegenbock, den Pan zu feiern, zur wilden Orgie in dem Bacchus-Tempel und zum schönen Liebesfest der Aphrodite. Da käme man vor Musik und Tanz nicht durch. Jetzt ist noch keine einzige da. Doch, meine Nachbarin. Willkommen, Karolinke. Dank, Liebste. Aber was bedrückt dich so? Stirnfalten stehen dir nicht. Mir kocht mein Herz vor Zorn. Und was mich wütend macht, sind wir. Wir Frauen. Die Männer sagen ohnehin, wir sind nur nichtsnutzige Schlampen. Gott, und sind wir das nicht? Es war doch ausgemacht. Heute Morgen vor der Stadtburg von Athen soll alles kommen. Denn ein großes, wichtiges Ding steht zu beraten und alles schläft und keine kommt. Du weißt doch, mein Schatz, eine Frau hat am Morgen viel zu tun. Die erste muss erst den Herrn Gemahl zufriedenstellen. Die zweite muss das Kind waschen und wickeln, ihm Milch geben und warten, bis es aufstößt. Mir aber liegt ein größeres Ding am Herzen. Größer? Am Herzen? Ein Wunderding. Beschreib mir doch das Ding. Es ist groß. Mehr als groß. Und auch entsprechend stark. So stark ihr wollt. Und das vor schlafen Frauen. Das nicht. Sonst ständen alle längst hier Schlange. Nein, von dem Ding, von dem ich rede, habe ich mich schon schlaflos herumgewälzt. Viele Nächte lang. Dann ist das Ding jetzt wohl ganz schwach. So schwach, dass es die Rettung Griechenlands von uns abhängt. Von uns Frauen in unserer Hand liegt. Ob wir zugrunde gehen, auch die in Sparta. Sparta? Oh Gott, die sollen doch nur verrecken. Und auch Themen. Und die ist auch nicht schade. Und ich will es nicht verstreiten.
Nein, du meinst aber doch nicht, aber... Doch, auch wir selbst, Athen. Wenn aber sich die Frauen jetzt hier versammeln und sich einig sind, wir retten Griechenland. Du, wie können Frauen was Kluges, Großes vollbringen? Wir sitzen doch nur so da, blond gefärbt, geschminkt, im durchsichtigen Kleid, mit Bänderschuhen. Und genau das bringt uns die Rettung. Die Bänderschuhe, das durchsichtige Kleid und die blond gefärbten Haare. Dadurch wird bald kein Mann mehr seinen Spieß erheben. Gegen einen anderen Mann. Und auch kein Schwert mehr ziehen und kein Schild mehr. Und trotzdem keine Frau da. Die hätten doch geflogen kommen müssen. Wieder mal echt Athen. Man tut zwar alles, doch nur zu spät. Doch wart, dort kommen welche. Auch da. Oh, kann ich riechen. Wo kommen die denn her? Vom Land der Merinerinnen. Nach Mürren riecht das nicht. Das riecht nach Kuhstall. Ich sag nur, du hast lange gebraucht, Marine, wo es doch so wichtig ist. Ich muss da im Dunkeln meinen Gürtel suchen, um niemanden aufzuwecken. Aber wenn es so wichtig ist, dann sag doch gleich was. Ich denke, wir warten noch, bis Frauen kommen aus Sparta und aus Theben. Ah, da kommt schon eine aus Sparta. Ausgehen! Denen! Liebste! Oh, wie schnell du bist und gesunken! Wir trainieren halt in Sparta! Ah ja, und prächtige Brüste! Ausnahmsweise echt! Und deine Sportfreundin, wo kommt die her? Eine Thebanerin! Aus gutem Haus, ja. Etwas unsportlich. Ah, Thebanerin, dein schönes Unterland. Ist liebevoll gepflegt, ein seidenweicher Rasen. Und fleißig wohl durchackert und bewässert. Jetzt sagt's mir doch, wer hat all die Frauen hierher geholt? Ich hab sie hergerufen. Lysistrata, du, warum? Doch gleich, zuerst möchte ich euch eine kleine Frage stellen. Ja, frag nur. Seht ihr euch nicht auch nach eurer Kinder, Väter, die im Felde sind? Von euch hat doch keine mehr einen Mann zu Hause. 5 Monate ist mein armer Mann in Thrakien schon, bewacht den Feldherrn, der zum Feind sonst überläuft. Der meine! Steht schon 7 Monate an der Front. 7 Monate? Und meiner! Kaum ist er vom Lager wieder zu Haus, packt er seinen Sack. Seinen Sack? Nicht den! Packt er seinen Sack und ist schon wieder fort. Und ich... Ich sag's euch, Mädels, und alle Liebhaber sind einfach wie weggeblasen. Und drum... Frauen, wenn ich wirklich einen Weg finde, aus dem Krieg in den Frieden, würdet ihr mir beistehen? Klar, ich stehe dir bei und müsste ich auch mein Kleid versetzen. Ich auch. Ich ließ mich in 2 Teile schneiden, wie ein Busfest. Mhm. Und gebe die eine Hälfte für den Frieden her. Auf den höchsten Berg von Taygetos, lieb ich, Lysistrata, lieb ich, wenn ich nur den Frieden fängt dort oben. Nun gut. So hört man den geheimen Plan. Soll ich mitschreiben? Ja, bitte. Wenn wir Frieden haben wollen, müssen wir verzichten erst. Verzichten? Auf was? Doch wollt ihr es auch wirklich tun? Ja, wir wollen es tun. Und wenn wir sterben müssen dran? Ja. Nun gut, es ist im Grunde genommen eigentlich ganz einfach. Wir dürfen mit unseren Männern. Wir dürfen mit unseren Männern nicht ins Bett. Was habt ihr denn? Wohin zu heilig? Was beißt euch die Lippen und schüttelt eure Köpfe? Wollt ihr es nicht tun? Ja? Oder? Nein, da soll der Krieg doch weitergehen. Ich auch nicht. Lieber Krieg. Ja, ihr schwur, ihr wollt euch in Stücke schneiden lassen. Ja, Frau Butt. Es ist total. Sonst alles. Ich bin doch vorher, wenn du sagst. Nur ein.
Lysistrata. Wir Frauen haben's da schwer. Allein zu liegen nachts und warten, bis die Vögel zwitschern. Doch du hast recht. Muss ist Muss. Der Friede, der muss sein. Oh, Lampi, du Liebste, du bist die einzig echte Frau. Und wenn wir es wirklich täten, ich hoffe, es kommt doch nie so weit. Sag, wie uns das den Frieden bringt. Nun gut, so seht ihr. Wir sitzen zu Hause, ganz schön gemacht, im durchsichtigen Kleid, mit den blond gefärbten Haaren und den Bänderschuhen. Da machen wir sie Schatten. Und wenn es dann soweit ist, dann machen wir nicht mit. Zuerst macht Frieden. Was glaubt ihr, was dann passiert? Man sagt, Menelaus hat Helenas Brust gesehen. Da geht ihm gleich die Lust am Schwert vergehen. Sehr clever. Aber was? Was, wenn die Männer uns verlassen? Dann sind wir uns selbst die Nächsten. Selbst ist der Mann, Schätzchen. Ein Sprichwort kann den Mann doch nicht ersetzen. Und was, wenn sie mit Gewalt uns packen und zum Bett uns ziehen? Dann halt dich an der Türe fest. Und wenn sie schlagen? Dann gib nach, doch dann mach schlecht. Die eigene Frau nur mit Gewalt macht keinen Spaß. Und mach's nicht nur schlecht, nein, ärger ihn auch noch. Glaube mir, da steckt ein Jedermann zurück. Nun gut, wenn du so sicher bist, dann wollen wir es auch sein. Gut, gut. Drum, wie ein Sparta. Wir bringen das Mannsvolk schon dazu, dass die Frieden machen. Aber eure Lumpen in Athen, was wollt ihr tun, dass die nicht etwas glücklich? Wir zeigen sie denn schon, das sorgt dich nicht. Und ich sorge mich doch, solange wir ihre Schiffe haben. Und Geldverschiffe haben die noch und nöcher. Auch dafür ist schon gut gesorgt. Den Flottenschatz, den kapern wir. Und die Burg der Tempel wird noch heute von uns besetzt. Den Flottenschatz, den kapern wir. Yeah. Ja? Ja, das klingt gut. So könnte's gehen. Ja, ja, das ist gut. Gut, Lampido. Drum lasst uns schwören drauf, doch gleich, dass alles klappt und nichts mehr schief gehen kann. Gut, was brauchen wir für unseren Schwur? Holt ein Opfertier. Lysistrata. Was wird das für ein Schwur? Ein echter Schwur mit Opferblut, nach Männerart. Für den Frieden schwört man doch nicht so. Vielleicht haben das die Amazonen besser gemacht. Man sagt, die haben ein weißes Pferd geopfert. Ein weißes Pferd. Aber wo kriegen wir ein weißes Pferd her? Jo, vielleicht aus dem Zoo. Aus dem Zoo. Na, am besten gar nicht schwören. Ihr bleibt schön hier. Ich sag euch, wie wir schwören. Wir schwören überhaupt nicht mehr mit Blut. Die Männer haben zu viel Blut geopfert schon. Entscheiden aber tue ich nicht. Nein, das machen andere. Kein guter Anfang. Rede deutlicher. Dein Kind, ich wollte sagen, weißt du, ich war nicht dabei, vorhin, als es beschlossen wurde. Nein, uns Boten fragt man nicht. Wir werden unterrichtet, was zu sagen ist und wie es dazu kam und wie der Abstand verlief. Das schon. Jedoch... Genug! Also was ist? Dein Kind hier wird... Zu einem anderen Mann gebracht? Man will uns trennen? Nie! Nein, zu keinem anderen. Also zu Pyrrhos in Achilles Haus? Ich hab gesagt, zu keinem, Frau. Zu niemandem. Wie? Er bleibt hier? Ja. Dies kleine Kind allein? Bring es zu Ende, Mann! Nicht gern. Nicht gern, nicht gern! Du folterst mich! Was ist mit meinem
Sie wollen es morgen. So, jetzt weißt du's. Ihr wollt, sagst du? Wir nicht, die Fürsten wollen es. Odysseus hat gesagt, solange dieses Kind am Leben ist, droht Griechenland Gefahr. Denn es mag Freunde finden, Helfershelfer, die bereit sein könnten, Troja wieder aufzubauen. Und darum muss es weg. Im Namen derer, die gefallen sind. Auf dass es nur noch Griechenland und nicht mehr Troja gibt. So wie es die Gerechtigkeit, hat er gesagt. Odysseus hat kein Kind. Auch keinen Vater, keine Mutter, keine Freunde, keine Frau. Das ist kein Mensch, kein Tier, kein Stein. Er ist ein Ungeheuer, das aus Höllenschlünden zu uns aufgestiegen ist. Ein Gott, vielleicht auch, der aus Himmeln kommt. Abgesandter finsterer Planeten. Sag, was hat er vor? Vom höchsten Turm wird es herabgestürzt. Dein Kind. Ein Wachmann wird es tun, nicht wahr? Er wurde ausgelost. Auch Odysseus Rat? Meilitos aus Theben. Etwas älter schon, ein erfahrener Soldat. Gern tut es nicht. Aber Befehl ist Befehl. Das gilt auch für mich. Komm, gib es mir. Was kannst du schon tun? Die Stadt ist besiegt, der Krieg verloren für euch, Hektor gefallen. Du selbst? Ich mein's doch nur gut mit dir, Frau. Was sind wir denn schon? Du und ich. Ich, ein einfacher Mann auf der richtigen Seite. Du, auf der falschen Seite. Eine große Frau. Du warst es jedenfalls. Doch jetzt, das wäre dumm von dir, wenn du dich überschätzt. Die Griechen reizt und schmähst. Odysseus und das Heer. Ich bin schließlich auch Grieche. Dann wird dein Kind auf keinen Fall bestattet werden. Glaube ich jedenfalls. Und das willst du doch nicht. Andromache, sei vernünftig, es hat keinen Sinn, sich zu wehren. Schau, das sind 10.000 Soldaten. Und du bist ganz allein. Und eine Frau noch dazu. Komm, gib es mir. Die Hand weg, Mensch. Fass es nicht an. Geh weg. Geh weg. Nicht meinen Liebling. Ich komme mit. Wir bleiben zusammen. Hektor wartet schon um dein Vater. Welch eine Angst. Ihr Griechen da! Von dem toten Mann! Du solltest König sein, mein Kind. Herr über Asien, du warst bestimmt. Wo hätte ich ahnen können, dass in meinem Leib kein Kind heranwuchs, nur ein winzig zartes Opferlamm. Komm, halt dich fest an meinem Kleid, du kleiner Vogel, du in deinem Nest. Ein Fingerchen, zwei Fingerchen, jetzt bist du fort und weggezaubert. Erde, ach, wenn du dich öffnet hast, wenn eine Wolke käme und ein Wind uns tanzen ließe, fort, nur fort von hier im Wirbelsturm. Ihr Götter, tut ein Wunder! Götter! Nein, die kommen nicht. Die schauen zu. Hektor, Hektor, komm aus deinem Grab! Nein, niemand. Nicht einmal ein Echo. Nur wir beide, Kind. Ein zarter Vogel und ein großer hinterher, so stürzen wir herab. Mein kleiner Sohn, wie gut du riechst. O Duft der Haut, du lebst ja noch, du atmest zu. Das Haar, der Mund, das kleine Ohr. Lass mich dich küssen und hab dich noch einmal lieb. Mein Wickelkind, ich hab dich gern gestillt. Erbarmen! Grieche! Götter! Ein letztes Mal! Verzeiht, dass ich vergaß. Ihr seid ja tot. Seid nie gewesen. Wie wir beide, Kind, bevor der Tag sich neigt. Komm! Wir sind doch Frauen und eine jede von uns nährt ein Kind. Drum, lasst uns schwören bei der heiligen Muttermilch. Nicht nur für uns, nein, für unsere Kinder.
werden unseren Schwur bald zu spüren kriegen. Oh, Göttin, du der Überredungskunst, nimm unser Opfer an und mach uns Frauen stark. Und unsere Kinder frei vom Krieg. Ein so schönes Opfer habe ich noch nie gesehen. Komm, komm, Lando, lass uns anstoßen. Aber die Göttin will ja auch, wenn wir die das... Die Göttin will, dass ihr mir den Schwur jetzt nachsprecht. Ich lass keinen Mann zu mir kommen, weder Liebsten noch Gatten. Ich lass keinen Mann zu mir kommen, weder Liebsten noch Gatten. Auch wenn er kommt wie ein Sturmbock, der Mauern bricht. Auch wenn er kommt wie ein Sturmbock, der Mauern bricht. Zu Hause will ich sitzen wie eine Jungfrau rein. Zu Hause will ich sitzen wie eine Jungfrau rein. Doch in meinem dünnsten Kleid und verführerisch hergerichtet. Doch in meinem dünnsten Kleid und verführerisch hergerichtet. Damit mein Mann nach mir vor Verlangen toll wird. Damit mein Mann nach mir vor Verlangen toll wird. Aber hingeben will ich mich ihm niemals billig. Aber hingeben will ich mich ihm niemals billig. Und wenn er mich trinkt, dann bin ich kalt und verderb ihm den Spaß. Und wenn er mich trinkt, bin ich kalt und verderb ihm den Spaß. Und heb meine Füße nicht mehr ihm zuliebe gierend zur Decke. Und heb meine Füße nicht mehr ihm zuliebe gierend zur Decke. Und mach mich auch nicht mehr geschmeidig wie eine Löwin. Und mach mich auch nicht mehr geschmeidig wie eine Löwin. Halt ich den Schwur, so soll Segen sich auf mich ergießen. Halt ich den Schwur, so soll Segen sich auf mich ergießen. Aber brech ich den Schwur, so soll meine Flasche leer sein. Aber brech ich den Schwur, so soll meine Flasche leer sein. Und schwört ihr das alle bei der Göttin und allen Göttern? Und schwört ihr das alle? Ja, ihr schwört! Nun gut, und nun zur Tat. Die Burg, der Tempel, ist so gut wie unser. Die Wächter ahnten ja nichts und ließen uns Frauen herauf. Die dachten, wir wollten der Liebesgöttin ein Opfer bringen. Das wollen wir auch. Wir opfern den Krieg für den Frieden. Wir opfern den Krieg für den Frieden. Die Burg ist unser. Die Burg ist unser! Im Tempel der Göttin Athene herrscht nicht ein Mann mehr. Nicht ein Mann mehr! Die Kriegskasse ist vor den Kriegern gerettet. Gerettet! So, Lapido, jetzt geh du nach Hause, nach Sparta und bringe dort eure Männer um Reih und Glied. Ja. Darauf kannst du dich verlassen. Und ich sage euch nur eins, Frauen, wir werden siegen! Wir werden siegen! Und wir gehen jetzt in die Burg hinein. Wir müssen die Tore des Siegels anfangen. Ja, wenn jetzt ganz bald die Männer kommen und uns angreifen. Was mach ich mir aus Männern? Oh. Die sollen nur kommen, sollen es mit Brandfackeln versuchen. Und die Tore gehen nicht eher auf, als wir es wollen. Und wir stellen die Bedingungen. Das wollen wir. Die Männer sagen ohne uns. Wir Frauen werden außer Rand und Band. Recht so. Jetzt wollen wir es ihnen zeigen.
der Gott von guten Weiber da sich an Athenes Heiligtum vergeht. Wir müssen hin zur Burg und keine Zeit verlieren und schichten es der Zweigerscheiter und sie auf. Dann sind die Fliblerinnen allesamt schlecht dran, dann räuchen wir sie aus, dann zünden wir das Tor an, dass dieses Hexenpaar nie mehr was anstellen kann. Nein, spotten sollen uns diese Weiber nicht. Die Weiber, allen Göttern nur ein Ärgernis. Ja. Die sollen freveln dürfen, vor der Nase mir. Reiß ich mir doch alle meine Ordner. Auf das steilste Stück, wie tragen wir das ohne Esel hin? Es muss aber sein und blast auch ins Feuer, dass Essen nicht ausgeht, bevor wir dann da sind. Was für ein Rauch, er beißt ins Auge mich wie ein toller Hund. Hinauf, hinauf zur Burg, schützt unsere Göttin vor diesem Weiberpack in ihrem Tempel. Nie hat sie unsere Hilfe mehr gebraucht. Gebt sie doch nur, dass es nicht so ergraut. Nie hat sie unsere Hilfe mehr gebraucht. Gebt sie doch nur, dass es nicht so ergraut. Und wenn die Weiber unserem Ruf nicht folgen, dann wird das Dorf verbrannt. Ja! Und dann erstickt das ganze Back in Rauch und Flammen. Unsere großen Generäle, die wachsen hier mit zu. Ja. Doch nun, Kamerad, die Fackel, ja. Ich schwenk sie gleich als Erster. Weiber!
Hat man sowas schon gesehen? Ein Haufen Weiber kommt her. Von da hinten das Tor. Ein Haufen Hass, sei nur nicht frech. Komm her. Weitras, rupfen wir doch diese Hennen. Ein Stock auf ihren Buckel. Und dann werden sie uns kennen. Stellt eure Krüge hin. Und haltet eure Arme fest. Wenn uns einer nur anrührt, mit dem ist es dann vorbei. Beim Zeus, du brauchst zwei Schläge nur, dass dir die Ohren brummen. Aufs Maul und auf die Backen. Versuch mit einem Finger aus Sardinis zu berühren. Ah, gleich schlägt sie meine Faust zu breit. Trotz einer Lache spüre. Ich reiß dir mit den Zähnen Darm und Lunge aus dem Leib. Recht hat der Dichter, wenn er sagt, so schamlos wie ein Weib. Jetzt, Frau, jetzt ist die Zeit. Nehmt die Krüge vorwärts. Oh, oh Gott, verhasst das Weiberbacken. Was wollt ihr mit dem Wasser? Alter, schon mit einem Fuß im Grab. Was willst du mit dem Feuer? Für deine süßen Schwestern stecke ich an den Scheiterhaufen. Na schön, da siehst du selber gleich, wozu mein Wasser gut ist. Du löscht nicht mal ein Glühbirnchen. Ja. Das wollen wir sehen. Ich weiß nicht, worauf warte ich noch? Gleich werde ich dich braten. Komm, Kleiner, wenn du Zeit hast, dann will ich dich jetzt schön baden. Mich baden? Du Luder, du! Dein Hoffnung ist zu schlafen, denn es ist höchste Zeit. Was willst du dich nicht baden? Wie unverschämt! Habt ihr es gehört? Ja, sicher. Wir sind jetzt frei. Wir können euch alles sagen, was wir wollen, euch ehemaligen Männern. Stopp dir doch dein Maul! Die Knaben haut dich in Fetzen! Auf deinen Sitz im Stadtrat kannst du dich da nicht mehr setzen. Und steckt ihr Haar in Brand. Er gießt dich! Großer Was fällt euch ein? Dich zu begießen, dass du wieder grünst. Ich rumpf nur ein und zittere. Du hast ja Feuer, dann geh und verhält dich selber. Was? Schon wieder Ruhestörung durch Frauen. Unseren ganzen Krieg haben sie uns so versaut. Mit wildem Getanz auf den Straßen ist es ihnen gelungen, selbst unsere Götter durch ihren Frevel so zu verwirren, dass sie in ihrer Pflicht gegen unsere Athen sich irren. Sonst hätten die Götter uns längst den Gebührensieg verliehen. Nur die Weiber haben wieder zu laut geklagt und geschrien. Ja, nun hört erst von der Frechheit dieser Weiber da. Sie haben uns zuerst mit ganz gemeinen Reden und dann mit grünen kalten Wassers überschüttet. Das sieht so aus, als hätten wir uns nass gemacht. Geschieht uns aber recht. Bei allen Göttern, wir sind Grasus herzutage wie die Frauen selbst. Wir selber haben sie verhätschelt und verwöhnt. Was wir jetzt ernten, haben wir nur selbst gesehen. Ein Dummkopf geht zum Schuster, der schon sein geiles Mannsbild ist mit seinem Werkzeug, das so groß ist und so schwer, als dass ein Junge es ihm halten könnte. Und sagt, hör lieber Schuster, meine arme Frau, die drückt der Schuh ganz schlimm dort vorne, wo sie ist recht zart. Drum sei so lieb und geh zum Mittag hin und mach's dir weiter, wo sie jetzt drin ist. Ha. Und mach's dir weiter, wo sie jetzt drin ist. So hielten wir's. Da sehen wir jetzt die Folgen gut. Ich werbe als Ratsherr Mannschaften für die Schiffe an, da brauche ich dringend Geld. Und jetzt bin ich versperrt das Burgtor von den Frauen, die einst nicht sehen. Es ist jetzt keine Zeit, so faul herumzustehen. Kommt, Wache! Schließt die Reihen! Wir stemmen auf das Tor! Ihr dort, ich selber mach hierzu! Also, eins, zwei, drei! Warte, die Mühe! Ich komm schon von selbst raus! Ihr braucht nicht Stangen, ihr braucht Verstand! Wirklich, du Schandweib! Hey, du, mein Wärter! Geh fest, die Hände wieder auf den Rücken, los! Wenn der nur einen Finger gegen mich erhebt, dann hat sich Balbas zum letzten Mal erhoben! Hey, hast du Angst? So geh auch du mit ihm. Hack sie zu deit, bindet sie, vorwärts! Halt auf, sonst lass ich dir deine Därme leer. Ihr meine Därme leer? Gut, nehmt die Feste, ihr Wächter. Mach rasch, bevor auch dir Maul aufreißt. Zurück, ihr Bullen.
anderen Furien noch einen Schritt, so reiß ich dir die Haare aus. Dort, wo es am meisten schmerzt, dann klagst du, Götter. Die Wächter stehen, als wären zwei Ex. Doch ich verdammt nochmal, lass mich von Frauen nicht besiegen. Kommt, Männer, wir greifen an. Wir alle, auf mein Kommando. Wir sind vier Kompanien von Frauen, hört ihr? Schwerst bewaffnet. Los, Männer, drauf auf sie! Los, Frauen, drauf auf sie! Der Wind ist uns günstig. Oh, du Gottheit der Liebe.
Entfache die Begierde der Männer, angespannt lasse sich sehnen nach süßer Lust, sodass wir sie lenken können und alle Griechen uns rühmen müssen, als die, die dringenden Frieden. Sag uns, wie wollt ihr den Ruhm euch verdienen? Zuerst mal bringen wir den Soldaten bei, nicht wie die Irren bewaffnet den Markt zu stören. Du kannst sie sehen, sie laufen bei den Ständen herum wie rasende Wilde. Soldat ist Soldat. Ja. Ich will doch nicht so wie Frauen sein. Soldat ist Soldat. Ich sah einen Reiter vom Norden, der schüttelte wild seinen Spieß, bis die Obstfrau davon lief und dann fraß er ihr die süßen, reife Feigen weg. Aber wie wollt ihr all das und die Kriegsparteien entführen? Ganz einfach. Wie? Genauso wie die Wolle. Ah, so die Wolle! Wie die Wolle erst befreit sein muss von Schmutz, so müsst auch ihr erst die Stadt von Schmutz säubern. Die Amts- und Würdenträger müsst ihr pflücken, reißt ab die Köpfe der Blutsauger, Bremsen und Kletten. Dann macht ihr eine feste, starke Strähne aus gutem Hausverstand, macht einen Faden daraus, den spult ihr auf und macht einen Stoff daraus. Der kleine gutes Volk und alle, die ihm raten. Ihr Weiber rupft und klopft und springt drauf los. Ihr habt euch ganz im Traumgewebe versponnen. Der wahre Krieg geht euch doch gar nichts an. Nein, ja. Nur dein falscher Krieg, du ganz Verfluchter. Wir Frauen, wir leiden am meisten an dem Krieg, doppelt und dreifach. Wir gebären Kinder, ziehen sie auf und überlassen sie dem Krieg dann. Erst neulich, euer Feldzug in Irak. Sizilien! Nein, bitte schweig von diesem unserem Unglück. Auch wir wollen unsere Jugend gern genießen. Doch einsam ist das Bett, das uns der Krieg macht. Alle Männer fort, wir Frauen ertragen es gerade noch. Doch was wird aus den Mädchen ohne Männer? Die werden einsam, alt und alleine im Bett. Auch Männer altern. Nicht so wie Frauen. Ein Mann, der grauhaarig heimkommt, der findet auch ein Mädchen noch eine Frau, hat keinen zweiten Frühling mehr. Aha. Ja, ja. Solange ein Mann noch einen Mann steht, gibt er den Frauen was vor. Stehen, stehen! Du legst dich gleich ins Grab, du ganz Verfluchter. Ich kauf dir den Sarg und stopf dein Maul mit Mützen für den Fährmann, dass er dich sicher in die Hölle rudert. Den Honigkuchen für den Höllenhund, damit er dich nicht beißt, den brauchst du gar nicht, den Graus zu einem alten Aas wie dir. Doch hier hast du von mir eine kleine Erfrischung. Und auch von mir. Von mir für deinen Kopf. Oh. So, wie wo stehst du? Da. Das ist der Rat, wie man mit mir herumgeht. So richte ich mich zu. Ich hab die Mut. In diesem Aufzug gehe ich mich begraben. Bei meinen Amtskollegen. Die sollen es sehen. Beklagst du mich? Ja, willst du richtig aufgebracht sein? Das holen wir noch nach. Lass uns nur Zeit. Keine Zeit herumzusitzen. Das erträgt kein freier Mann. Werft die Mäntel ab, ihr Freunde. Denn es ist jetzt Zeit zur Tat. Wegzunehmen, hinterlistig, das ist arg! Wovon sollen wir denn leben, ganz zu schweigen? Von dem Krieg! Schatz!
dass Weiber uns Bürgern was vorschreiben wollen. Was steckt dahinter? Ein Plan? Ja. Ein Plan, uns die Freiheit zu rauben. Uns im freien Teil Griechenlands. Diese Spinnerinnen drohen meine Freiheit und Rente. Ja. Große Daten. Die werde ich noch vollbringen. Und zuerst schlage ich dieser Hexe das Maul ein. Schau, dass dich deine Mutter erkennt, noch wenn man dich heimbringt. Aber ihr Schwestern, wir machen uns jetzt endlich Luft. Ihr Städter, höret nun ein wohlgemeintes Wort. Das nützt der Stadt, das verdient. Denn sie erzog mich. Als Kind schon hat sie mir sehr viel gegeben und als kleines Mädchen den Gottesdienst gelehrt. Im grünen Kranz, im langen Kleid, im heiligen Reigen. Drum diene ich jetzt der Stadt sehr gern mit gutem Rat. Dass ich meine Frau bin, ist meine Schuld. Steuere bei zum Krieg durch Söhne, die ich trug. Doch ihr, was steuert ihr bei alten Knacker hier? Ihr fresst den Staatsschutz auf, den uns die Väter ließen. Ja, ihr seid schuld, wenn nächsten wir zugrunde gehen. Was probt ihr noch? Du komm mir nur zu nah. Das ist doch eine Frechheit. Verdammt. Und immer Ärger treiben die es noch. Kein Mann, der noch ein Mann ist, duldet das. Herunter mit den Kleidern, Männer. Macht euch frei zum Kampf. Denn unbeengt vom Scheitel bis zur Sohle seiner Wand. Kampfgenossen waren im großen Freiheitskrieg in jungen Jahren. Und nun ist Zeit, nun müssen wir in Schwung sein. Jetzt ab das Altersstreit, wir müssen wieder jung sein. Jetzt ab das Altersstreit, wir müssen wieder jung sein. Gibt man den Weibern den Finger? Die backen die ganze Hand! Ja. In unseren männlichen Kämpfen halten die uns bald noch stand. Wenn die aufs Ross erst kommen, wer will denn da noch Reiter sein? Am besten, wir binden sie an. Der Übermut wird sonst zu groß. Und ein vernünftiger Mann. Ja, der steckt ihnen dann doch noch Vernunft in den Schoß. Nicht den Wut, sonst lass ich meine Wildsau los. Nicht fass dich, dass du zu den Nachbarn als du voll Angst um Hilfe holst. Ich kenn dich aus, du Laus. Herunter nun, ihr Frauen, zeigt ganz genau, dass unbedingt vom Scheitel bis zur Sohle sei die Frau. Reicht nur ein Mann mich jetzt an, der hat zum letzten Mal sein Gemüse gegessen. Kommt nur, ich lasse euch nicht ein, Herrchen. Euch geht's dann wie den Adler im Märchen. Dem Adler, die Eier zuletzt. Dem Adler, die Eier zuletzt.
steigst nun hinab in das Dunkel der Erde, Waffe aus blankem Erz. Einst so strahlend in der Sonne, als du das Leben eines Helden zu schützen hattest, nun wirst du für immer da zum schwarzen Sarge eines Kindes. Ihr eitlen Griechen, trunken von euren Taten, ihr habt heute wenig Anlass, stolz zu sein. Hektor ist tot, tot sind alle Trojaner. Die Stadt liegt in Asche, das Königreich ist eine Wüste. Übrig blieb ein Kind, ein einziges Kind, kraftlos, das gerade anfing zu sprechen. Vor ihm hattet ihr Angst und habt darüber euren Kopf verloren. Ihr habt wirklich befürchtet, er könnte Troja aus seinen Trümmern wieder auferrichten? Dann beweist ihr nur, dass eure Macht zu sinken anfängt. Ihr zerfleischt euch in Bürgerkriegen und fallt zerstritten in andere Hände. In eiserne Hände, die euch genauso anketten werden, wie ihr uns heute angekettet habt. Hier aber, auf dieser toten Erde, inmitten zerbrochener Säulen, wird ein Grabhügel übrig bleiben mit folgender Inschrift. Hier liegt ein ermordetes Kind, das Griechenland Schrecken einjagte. Mein Liebling, du hast weder die Kraft eines jungen Mannes kennengelernt, noch die Liebe und das Königtum, das uns den Göttern gleich macht. Du hattest nicht das Glück, in Jugendkraft mit der Waffe in der Hand vor unseren Mauern zu fallen. Wenn es Glück gibt, so lag es in deiner Reichweite. Und doch hast du nicht einmal eine Erinnerung an das Glück dieser Welt, wirres und dunkles Seelchen. Kein einziger Sieg im Bogenschießen oder beim Wagenrennen. Du starbest, ohne gelebt zu haben. Armes, armes Köpfchen, die Steine unserer alten Mauern, errichtet einst von Poseidon und Phoebos, haben dich zerschmettert und deine Locken zerrissen. Seine Mutter so gerne um ihre Finger drehte. Ich hasse das blutrote Gerinnsel, das sich deinem zerplatzten Schädel dringt. Deine Hände, ich sagte immer, er wird die Hände seines Vaters haben, sind starr und verrenkt, nie wieder werden es Hände sein. Nachts kam ich in dein Zimmer, um deinen Schlaf zu betrachten. Verlorene Liebesmühen, so viel Sorge, so viel Pflege, für nichts und wieder nichts. Weißt du noch, letztes Jahr, du warst sehr krank und ich habe dich geheilt. Ich habe dir einen Zufallstod erspart, damit du diesen schmählichen Tod sterben musstest. Und ich habe an das Glück geglaubt. Das Glück ist betrunken. Es torkelt umher, stößt dabei an die Leute und bleibt nie, wo es ist. Ein Mensch muss toll sein, wenn er sich für glücklich hält, in dem letzten Augenblick seines letzten Tages. Nun will ich deine Wunden verbinden als trauriger Arzt, der nicht heilt. Das Übrige wird dein Vater besorgen bei den Toten. Lebt wohl. Ihr grausamen Götter, ihr habt mich niemals aufstehen können. Troja war ich unter allen Städten verhasst. Wir ehrten euch, wir brachten euch die rituellen Opfer. Umsonst, heute leiden wir Höllenqualen und ihr lacht darüber in eurem Himmel. Aber ihr irrt euch, ihr Unsterblichen, hättet ihr uns durch ein Erdbeben vernichtet, niemand hätte von uns gesprochen, aber wir haben 10 Jahre lang gegen ganz Griechenland gestanden und gegen seine feigen asiatischen Bundesgenossen. Und wir sterben, weil wir besiegt wurden durch eine jämmerliche List. Noch in 2000 Jahren werden wir in aller Munde sein. Man wird sprechen von unserem Ruhm und von eurer verstockten Ungerechtigkeit. Und ihr könnt nichts dagegen unternehmen, Olympia. Denn ihr werdet längst tot sein, genau wie wir. Nun los, schleudert einen Blitz auf mich herab! Feiglinge! Unternehmen, was schreitest du ein
her so düsteren Angesichts? Der Frauen, lüsterne Natur und schamloses Treiben betrübt mein Herz. Das treibt mich ruhelos hin und her. Was sagst du da? Ach, leider ist es wahr. So küsst deine Schwestern, große Königin. Verständlich ist sie mehr, doch schweigen ehren wir noch. So sag uns, welches Übel hat uns da ereilt? Na, kurz gesagt, die Frauen sind alle mannstoll. Und Zeus, und Zeus. Was ruft ihr Zeus? So ist's nun einmal. Ich kann sie gar nicht mehr beisammenhalten. Die Biester schlüpfen fort zu ihren Männern oder zu ihren Liebsten. Eine fand ich, die bohrte sich gerade ein Loch durch den Boden. Oh. Die zweite wollte hinabklettern an einem Seil. Nein. Und die dritte desertierte auf Patrouille. Was? Lauter Blücke Vöglein, was die nicht alle tun, um wegzukommen. Da schon wieder eine. Du, wohin? Nur schnell nach Haus. Ich habe fein similesische Wolle zu Haus vergessen. Die fressen mir die Motten. Du kriegst selbst gleich die Motten. Läufst du uns weg? Gott, gleich komme ich ja wieder. Ich will nur ausbreiten. Auf meine Bett. Ausbreiten, auf deinem Bett. Hier, zurück da. Meine Wolle? Die zupft dir selber aus. Hey, was machst du da? Oh Gott, ich habe meine Flachse allein daheim gelassen, ungehechelt. Was flachst du da? Und doch, ich schwärste bei der Göttin und wenn er gebrochen ist. Ja, ich bin nicht wieder nein, da. Nein, geh wieder zurück, wenn das einmal anfängt. Dann wollen die anderen auch mit zu. Ich kriege ein Kind. Ich kriege ein Kind. Ich bin sicher. Was schwatzt du da? Ich kriege ein Kind. Gestern warst du noch nicht einmal schwanger. Doch heute bin ich's. Was hast du da so Hartes? Einen Jungen. So wahr, die Göttin lebt. Dein Kind klingt hohn und wie Metall. Gleich werden wir es haben. Da hast du ihn. Ein kerngesunder Helm. Er lacht dich an. So bist du also schwanger. Oh doch, das bin ich. Du bleibst hier und wartest, bis dein Helm von selber laufen kann. Ich sterbe bald vor Erschöpfung. Die Eulen schreien schon wohl die ganze Nacht. Hört auf zu lügen. Ihr wollt eure Männer. Doch glaubt ihr die, liegen nicht wach bei Nacht. Auch ihnen ist die Nacht lange ohne euch. Drum, Frauen, wir müssen standhaft bleiben. Gar nicht lange mehr, denn das Orakel hat gesagt, wir werden siegen. Ja, das Orakel, was hat es gesagt? Seid still, dann sage ich's euch. Und sich die tapferen Schwalben versammeln in Eintracht und vor dem geilen Widerhock fliehen und sich keusch sein enthalten, dann ist die Not zu Ende. Und Zeus kehrt unterst zu oberst. Das heißt, wir liegen oben auf den Männern? Wenn aber die Schwalben entziehen den heiligen Orte, dann wird man sie beschimpfen wie keinen der anderen Vögel. Unflätig, wenn man sie nennen, und geil und voll wechselnden Launen. Der Spruch ist klar genug für ein Orakel. Drum, Frauen, wir müssen standhaft bleiben. Wir müssen standhaft bleiben! Hör, ich erzähle euch ein Märchen. Das habe ich als Knabe gehört. Es war einmal ein Jüngling, der hieß Melanion. Er wohnte in Wäldern und Höhlen. Er Füchse und Hasen gejagt. Er hielt sich auf einen Jagdhund. Aber niemals eine Magd. Und niemals kam er hinab nach Haus, denn aus Frauen, da machte er sich gar nichts draus. Er fand sie ekelhaft, dumpf und leer, und wir wollen zeigen gerade so wie er. Und wollen klug wie Melanion sein. Und wollen klug wie Melanion sein. Und wollen klug wie Melanion sein. Alte, willst du von mir einen Schmatz? Dann brauchst du nachher einen Zahnersatz. Oder willst du von mir einen Tritt? Lieber bin ich dir einen mit. Ganz verwahrlos kommt er daher, jeder wie ein Zottelbär. Und ist stark behaart, weil sich Kraft so offenbart. Der Melania-Märchen in diesen Kleiner Dämon hieß. Der kannte die Männer Athen so gut, dass er bissig wurde und voller Wut. Zum Schluss hat er euch Athena so satt, dass ihr Stadt verlassen habt. Er baute sich mitten
Bitte, Brüder. Getrieben von den Forderungen dieser Zeit bin ich, Urban, der ich nach der Gnade Gottes die päpstliche Krone trage, hierher zu euch, den Dienern Gottes, gekommen, gewissermaßen als Sendebote, um euch den göttlichen Willen zu enthüllen. Es ist unabweislich, unseren Brüdern im Orient eiligst die so oft versprochene und so dringend notwendige Hilfe zu bringen. Die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sondern die Kapitulation. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr mir die totale und radikale, die wir uns heute überhaupt noch vorstellen können? Die amerikanische Flagge weht wieder über unsere Botschaft in Kabul. Terroristen, die einst Afghanistan besetzen, besetzen jetzt Zellen in Guantanamo Bay. Und terroristische Anführer, die ihre Gefolgsleute dazu drängten, ihr Leben zu opfern, rennen jetzt im Ereignis. Doch diese 4 Monate haben für viele Amerikaner Kummer und Schmerz gebracht, der nie mehr ganz vergehen wird. Ein kleiner Junge legt an einer New Yorker Gedenkstätte seinen Fußball mit einer Notiz ab. Lieber Papa, ich mag nicht mehr Fußball spielen, bevor ich nicht eines Tages wieder mit dir spielen kann. Die Türken und die Araber haben sie angegriffen. Und indem sie immer tiefer eindrangen in das Land dieser Christen, haben sie diese 7-mal in der Schlacht besiegt und haben die Kirchen zerstört. Wenn ihr ihnen jetzt keinen Widerstand entgegensetzt, so werden die treuen Diener Gottes im Orient ihren Ansturm nicht länger gewachsen sein. Ich frage euch, wollt ihr insbesondere ihr Frauen selbst, wollt ihr, dass die Regierung dafür sorgt, dass auch die deutsche Frau ihre ganze Kraft der Kriegsführung zur Verfügung stellt und überall dort, wo es nur möglich ist, einspringt, um Männer für die Front freizumachen? Unsere Sache ist gerecht und sie geht weiter. Tausende gefährliche Killer, geschult in Methoden des Tötens, haben sich über die ganze Welt verbreitet. Bereit, ohne eine Warnung loszugehen, zu explodieren. Deshalb bitte und ermahne ich euch, und nicht ich, sondern der Herr bittet und ermahnt euch, dass ihr euch beeilt, dieses gemeine Gezücht aus den von euren Brüdern bewohnten Gebieten zu verjagen und den Anbetern Christi rasche Hilfe zu bringen. Es ist Christus, der dies befiehlt. Der Führer hat befohlen, wir werden ihm folgen. Wenn wir je treu und unverbrüchlich an den Sieg geglaubt haben, dann in dieser Stunde. Wir sehen den Sieg greifbar nahe vor uns liegen. Wir müssen nur zufassen. Wir müssen die Entschlusskraft aufbringen, alles andere seinem Dienst unterzuordnen. Das ist das Gebot der Stunde. Fest entschlossen machen wir weiter. In dieser großen Auseinandersetzung werden wir den Sieg der Freiheit sehen. Wenn diejenigen, die dort hinunterziehen, ihr Leben verlieren, auf der Fahrt zu Wasser, zu Lande oder in der Schlacht gegen die Heiden, so werden ihnen in jener Stunde ihre Sünden vergeben werden. Das gewähre ich nach der Macht Gottes. Und darum lautet die Parole, nun Volk, steh auf und Sturm bricht los. Ich danke euch allen. God bless you. Ihr Frauen, geschwind! Schaut alle her! Was gibt's? Was schreist du so? Ein Mann! Dort kommt ein Mann gelaufen! Man sieht ihm an, dass er vor Liebe krank ist. Oh, liebes Göttin, hilf uns, mach sie alle so! Aber wer kann das nur sein? Erkennt ihn einer? Ah, das ist mein Mann! Ja, dann musst du ihn tüchtig drehen am Bratspieß. Lieb ihn und lieb ihn nicht. Tu alles, was nicht unser Schwur verbietet. Verlass dich drauf. Ja, und ich helfe dir, Liebste. Die anderen gehen. Wie furchtbar diese Qualen, die Zuckungen und Wallungen, der Andrang des Blutes, als wechsle man nicht auf der Folter. Halt! Wer da? Nur ich. Ein Mann? Ein Mann. Und ob? Dann pack dich. Wer bist du, Frau, die mich verjagt? Die Wache. Dann flehe ich dich an. Ruf mir Mirinne. Ruf dir Mirinne? Und wer bist denn du? Ich bin ihr Mann. Ich bin Chinesier. Ah, dann bist du doch willkommen. Das bist du. Dein Name ist berühmt bei uns. Berühmt. Denn immer führt dich deine Frau im Mund, wenn sie ein Ei isst oder wenn sie eine Flasche an ihre Lippen setzt,
seufzt sie. Chinesia. Ja, wirklich? Ja, wirklich. Und wann immer von den Männern die Rede ist, sagt sie, alle Männer sind Lumpen, außer mein Chinesia. Oh, bitte, hol sie her. Was gibt mir? Alles, was ich bei mir habe. Da. Ich gehe und ruf sie dir. Mach schnell. Mich freut das Leben nicht mehr, seit sie fort ist. So oft ich heimkomme in das leere Haus, ist alles ausgestorben. Das beste Essen schmeckt nicht. Ich will sie. Ja, ja, ich liebe ihn, aber er will mich ja nicht. Ruf mich nicht hinauf zu ihm. Myrine, Schatzi, Butzi, Mausi. Komm doch, wo komm? Nicht ums Verrecken. Aber ich ruf dich, Liebste, warum kommst du nicht? Du rufst mich doch, du willst mich gar nicht. Ich will dich nicht? Ich sterbe fast vor Sehnsucht. Nee, wohl. Warte, Liebste. Hör doch auf dein armes Kind. Tut sie unser armes Kleines nicht leid. 6 Tage ungewaschen und ganz hungrig. Willst du nicht kommen, Liebste? Mir tut er sehr leid. Dir tut er nicht leid. Sie sieht noch jünger und noch schöner aus. Und wie sie zornig ist und selbstbewusst. Das ist ganz groß. Ich komm fast um vor Liebe. Ach, Mutter sein, oh Gott. Ich muss zu ihm. Komm doch, nimm ihn doch. Du süßes Kind, wenn dein Vater auch böse ist, mein Liebstes, gib der Mama einen Kuss. Warum behandelst du mich so? Drecksweiber verführt. Du machst mich unglücklich. Ich selber auch. Weg mit deiner Hand, du. Lass mich nur in Frieden. Und unser schönes Heim, deines wie meines, geht das zugrunde? Das ist mir egal. Egal? Die Hühner sind ins Haus gekommen, zerfleddern deine ganze Webarbeit. Mir gleich. Und deine ehelichen Pflichten? So lange versäumt. Komm, mein Liebste. Nein, erst. Wenn ihr dem Krieg ein Ende macht und alle Frieden schließt, dann komme ich heim. Nun gut, wenn du das willst, tun wir auch das. Wenn du das willst, komme ich auch heim. Doch jetzt noch nicht, ich habe geschworen. Ich kann nicht. Doch küss mich, solange hatte ich keinen Kuss. Da. Oh Geliebte, komm gleich jetzt mit mir. Nein, doch, das heißt nicht, dass ich dich nicht liebe. Wenn du mich liebst, warum nicht? Hier vielleicht? Du gehst und mit dir schlafen vor dem Kind. So, er ist weg. Jetzt komm, ich bin zu dir. Doch, Liebster, wo? Hier, ganz schön. Meine Spur, den breche ich für dich, du Sünder. Das hoffe ich gar nicht. Ich nehm's auf meinen Kopf. Aber wir brauchen doch ein Bett. Ich hole eins. Es geht doch auch am Boden. Nein, Geliebte, ich lass dich doch nicht schmutzig werden. Warte nur. Jetzt glaube ich steif und fest. Komm, leg dich hin, ich zieh mich aus. Ach, da fehlt uns doch noch die Matratze. Wozu? Ich brauch die! Aber ich... Du Teufel, komm zurück! Das ist zu hart. Komm, jetzt leg dich hin. Jetzt zieh ich mich aus. Oh, du meine Güte, noch kein Kissen! Ich will noch kein Kissen, ich will nicht! Man lässt uns sterben. Vorbereitungen als Kind mit allen Göttern zu besuchen. So, jetzt heb deinen Kopf hoch, Liebster. Jetzt klappt alles. Ja, nichts fehlt mehr. Nur du fällst, Geliebte. Mach schnell. Ich zieh mich ja schon aus. Nur Chinesier Schnuckelchen, du. Den Frieden, den vergisst du nicht. So war ich, Liebe. Ach, noch keine Decke! Sie bringt mich um, ne Decke! So, steh jetzt
nicht für mich. Doch, doch, du. Soll es gut riechen. Gott, lass dir die Flasche doch zerbrechen. Jetzt. Halt die Hand auf und verreibe schön. Mein Gott, das stinkt ja. Ach, wie dumm von mir, das billige Zeug aus Rodos. Das langt doch. Nein. Mir stinkt auch dieser Aufschub. Der Teufel hole diese Schönheitscreme. Da habe ich was für dich. Komm lieber her, da habe ich was für dich. Ach, gleich, Liebster. Gleich, ich zieh auch schon den Schuh aus. Doch. Chinesen. Den Frieden. Den vergisst du nicht. Ach, den? Das findet sich schon. Verdammt! Jetzt ist sie weg. Mit Drogen hat sie mich schon stehen lassen. Und dann das arme Kind! Als wär's verwaist. Wer soll sich um ihn kümmern? Hey, es ist dringend. Schnell, schick mir aus dem Bordell eine Arme ins Haus. Wie du mir leid tust, du armer, erregter Mann. Niedergeschlagen und bedrückt, wo sich doch alles bei dir aufbäumt. Ach, wie ertragen's die Nieren im Leib. Alles fühlt ausgesperrt und arbeitslos sich, wenn morgens das Auge sich umsieht nach dem, was zu tun wäre. Die ganze furchtbare, nutzlose Spannung in all meinen Gliedern. Und das hat sie, du Gute, dir angetan? Die eklige, die Abstoßende. Schweigt! Ihr kennt sie nicht, wenn ihr so von ihr sprecht. Ihr selbst seid schuld an eurem Missgeschick. Mit eurem dummen Krieg, der überall nur Unglück sieht und Streit, wo Glück sein könnte. Die Frauen haben recht. Das seh ich jetzt. Dass ich von euch sich nichts mehr sagen lassen. Ich stimme jetzt für den Frieden und Mirinde. Das ganz verworfene Weib. Oh Zeus, Gottvater der Männer. Packe sie, reiß sie von unten hoch. Wie der Wirbelwind. Drehe sie um und um. Und da blitzen und donner. Dann aber lass sie fallen. Aus allen Wolken herab auf die Spitze unseres alten, klarigen Stammbaums! Ein Radio spielt. Ich höre es erst nach einer Weile. Nach einer Weile begreife ich, da singt einer. Ja, es ist ein Radio, ein Schlager. Liebe, Himmel, Sterne, Herz. Liebe, Liebe. Ich spüre ein einziges Knie in mein Kreuz gerammt. So, als ob hinter mir einer mit dem anderen auf dem Boden kniet. Er packt meine Hände ganz fest. Er verdreht mir die Hände. Besonders die linke. Deshalb kommt mir dabei der Gedanke, dass er vielleicht Linkshänder. Ich bin unfähig zu begreifen, was mit mir passiert. Ich bin starr vor Entsetzen. Wie jemand, der den Verstand verliert, die Stimme, die Sprache, wie lange es dauert, bis mir die Dinge bewusst werden. Gott, was ist das für ein Durcheinander? Wie bin ich bloß in diesen Lieferwagen geraten? Bin ich hochgeklettert, weil sie mich vorwärts gestoßen haben? Haben sie mich aufgeladen? Mich hochgerufen? Ich weiß es nicht! Ich kann nicht richtig nachdenken, weil mir das Herz so laut gegen die Rippen klopft. Spüre nur, wie der Schmerz an meiner linken Hand unerträglich wird.
Warum verdrehen Sie mir so die Hände? Ich versuche, mich nicht zu bewegen. Bin wie zu Eis erstarrt. Jetzt drückt mir der hinter mir nicht mehr sein Knie ins Kreuz. Er hat sich bequem hingesetzt und hält mich von hinten fest zwischen seinen Beinen. So hat man das früher gemacht, wenn man Kindern die Mandeln rausnahm. Dieses Bild kommt mir in den Sinn. Warum halten Sie mich so fest? Ich rühre mich nicht, ich schreie nicht, ich habe keine Stimme. Ich begreife nicht, was mit mir passiert. Im Radio Musik nicht sehr laut. Warum die Musik? Warum stellen Sie sie leiser? Vielleicht, weil ich nicht schreie. Außerdem, wenn mich von hinten festhält, sind noch drei andere da. Ich schaue sie an. Es ist ziemlich dunkel und wenig Platz. Vielleicht halten sie mich deshalb halb sitzend, halb liegend. Sie wirken ruhig und ganz sicher. Machen Sie. Sie zünden sich Zigaretten an. Warum rauchen Sie jetzt und halten mich in dieser Lage fest? Ich spüre, dass etwas passieren wird. Ich hole ein paar Mal tief Luft, aber mein Kopf wird nicht klarer. Ich habe Angst. Der mich von hinten festhält, hat seine Muskeln angespannt. Er packt nicht fester zu, nein. Er hat nur die Muskeln angespannt und bereit ist, mich noch fester zu halten. Jetzt kommt einer auf mich zu. Einer hockt sich links vor mir hin, ein zweiter rechts. Wie nah sie sind! Ich habe Angst. Gleich passiert irgendetwas, das spüre ich. Ihre glühenden Zigaretten sind ganz nah. Sie ziehen heftig daran. Ich fühle mich schlecht. Der sich zuerst bewegt hat, kniet sich jetzt vor mich hin. Er spreizt meine Beine auseinander. Eine präzise Bewegung, offenbar mit dem hinter mir abgestimmt, weil er sofort seine auf meine draufstellt, um mich festzuhalten. Ich habe Hosen an! Warum spreizen Sie mir die Beine, wo ich doch Hosen an habe? Ich fühle mich schlecht. Es ist schlimmer, als wäre ich nackt. Was soll ich nur machen? Wie verhält man sich in so einer Situation? Ich kann gar nichts machen. Weder weinen noch schreien. Ich fühle mich, als sei ich eine Zuschauer. Ganz weit weg, die gezwungen ist, etwas Grauenhaftes mit anzusehen. Von dieser Empfindung hält mich etwas ab, was ich zunächst nicht begreife. Ein Brennen zuerst schwach, dann stärker, schließlich unerträglich. Auf der linken Brust ein brennender Stich. Die Zigaretten durch den Pullover. Eine Zigarette nach der anderen. Eine Zigarette nach der anderen. Der links von mir zündet sie an, zieht zweimal daran und reicht sie weiter an den zwischen meinen Beinen. Der Gestank der verbrannten Wolle scheint mich hier zu stören. Mit einer Rasierklinge schneiden sie den Pullover der Länge nach auf. Die BH ebenfalls. In die Haut. 21 cm lang wird bei der ärztlichen Untersuchung festgestellt. Jetzt packt er vor mir, kniet meine Brüste. Ich spüre seine eiskalten Hände auf den Brandwunden. Der hinter mir erregt sich jetzt. Ich spüre, wie es sich an meinem Rückgrat reibt. Jetzt ziehen Sie den Reißverschluss meiner Hose auf.
Alles sind damit beschäftigt, mich auszuziehen. Nur einen Schuh, nur ein Hosenbein. Der hinter mir erregt sich immer mehr. Ich spüre, wie es sich an meinem Rücken reibt. Jetzt dringt er vor mir in mich ein. Ganz ruhig, ich muss ganz ruhig bleiben. Bewege dich, du Nutte, sei nett zu mir. Ich konzentriere mich auf die Schlagertexte. Es zerreißt mir das Herz. Ich will weiter im Zustand der Verwirrung bleiben. Ich will nicht begreifen, ich kenne keine Sprache. Ich verstehe kein Wort. Ich bin aus Stein. Chinesias, bleib ihm nach. Ein ernstes Wort mit ihm. Gilt denn die Liebe mehr als unsere Sache hier? Ja, redet mit ihm. Doch denk und fühle schon wie er. So viel der Krieg uns galt. Die Liebe gilt viel mehr. Hey, wer da? War nicht so blöd! Lass doch den! Oh, bitte, Liebste! Ah, oh, bist du auch schnell gewesen. Schon zurück aus Sparta. Ja, ja, aber nie so viel rauf. Rekord! Rekord! Wie? Jetzt sag einmal, Lissi. Doch, Herr Sechner. Gut stehst, Lissi, so sag gut stehst. Ja, wollte gerade fragen. Und stehen ist überhaupt das rechte Wort. Die Männer in Sparta stehen nur so herum. Ganz verzweifelt. Sie reden nichts vom Krieg mehr, nur noch von dem, auf was ein jeder steht. Du sag mir doch, Lampido, worauf stehen sie denn? Was könnte das wohl sein, vielleicht? Ne Koketten? Aber das weißt du doch, Lysistrata, auf was ganz Sparta steht und weil so drauf stehen, stehen sie jetzt auf Frieden. Sie haben sogar schon eine Gesandtschaft hergeschickt, die Frieden machen soll. Da bin ich gelaufen, dass ich Freundin da bin. Du, bisher hat alles immer nur geredet von Spartas Männer, wie die kämpfen können und wie hart die sind. Doch ab heute wird man rühmen, eure Frauen sind noch viel härter. Ja, ja, wir haben sie denn hart gemacht. So harte Tage und so harte Nächte haben die bislang noch nie erlebt. Wir haben gesiegt, auch wenn es hart auf hart ging. Wie steht's mit euren Athenern? Auch wir haben's denn unseren hart gemacht und ausgehungert. Glaube mir, Lampido, des Friedens Sache steht jetzt besser, als sie jemals stand. Jetzt trägt sie nicht nur der Frauen bitterer Schwur, nein, auch die angespannte Kraft der Männer, die ihr eigenes hartes Los verbessern wollen und steif und fest jetzt für den Frieden stehen. Du müsstest die nur sehen, Lysistrata. Die Speere haben sie aufgerichtet. Nicht für den Krieg, nein, nein, im Gegenteil. Und was sie hoffen, ist, was wir im Grunde doch auch hoffen. Ich glaube mir, Lampido, sobald eure Gesandtschaft da ist, stellen alle Männer diese Friedensfrage scharf. Komm, jetzt gehen wir und sagen es den anderen Frauen. So wild, so gefährlich wie das Weib, ist nichts auf dieser Welt. Wenn du das weißt, was kämpfst du gegen mich, du Narr? Wenn du vernünftig bist, wollen wir Freunde sein. Nein! Alle Weiber hasse ich jetzt. Mein Leben lang. Gut, wie du bist. Und doch, du tust mir leid, dich so zu sehen, so hilflos und traurig. Und außerdem, wie siehst du aus? Was hast du da am Auge? Komm her, zeig, was du da hast. Ich will dir helfen. Gut, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Und hättest du vorher nicht uns Frauen so geschimpft, ich hätte dir längst die Zecke abgeklaubt. Das ist ein Problem. Ja, bitte. Nimm die ab, die beißt mich schon, weiß Gott wie lang. Also gut, ich tu's, da siehst du eine Zecke groß und dick.
als ob die einen Brunnen graben wollt. So hat die mir gebohrt. Jetzt ist mir wohler. Tränen kommen noch aus meinem Auge. Ich wisch dir's ab, auch wenn du es nicht verdienst. Und wenn ihr Frieden schließt, wie wir das wollen, machen wir euch das Leben auch schön. Auch manche andere, vergiss das nicht, ich küss dich auch. Das lass nur. Dann erst mal. Schmeichelst meinem Appetit! Ja, darum heißt's, es geht nicht mit. Doch. Auch nicht ohne Weib. Darum wollen wir Frieden schließen nun, damit ihr uns nichts mehr tut und wir euch nichts tun. So stehen einander wir zur Seite und darum singen wir zu zweit. Haben wir in langen Jahren, aber nun wird nichts vergolden, nun gibt's Freundschaft zu bewahren, drum von Sandberg keine Spur. Sondern Liebe, Gutes nur, drum von Sandberg keine Spur. Sondern Liebe, Gutes nur. Alle immer gern, auch wenn dir sonst Mangel leid, aussteigt unser Bonnenstern. Von Entbehrung keine Spur. Sind her für den Frieden nur. Von Entbehrung keine Spur. Wer will sich so leisten? Wann ist der Wer will uns das sagen?
auf. Der Abend drückt uns nieder. Das Unglück legt sich uns auf alle Glieder. Drum ruft eure Lysistra da, damit sie uns von des Krieges Leiden heilt. Lysistra da! Wenn Frieden kommt, ist unsere Heilung nah. Sie hat es gehört, sie ist schon da. Lysistra da! Frau ohne Gleichen! Was du gewollt hast, sollst du nun erreichen. Sei unnachgiebig, sei streng, sei barmherzig. Sei klug, verlange von allen viel oder wenig, nichts ist genug. Denn du hältst die führenden Staatsmänner des gesamten Landes in deiner schönen, starken und entzückenden Hand. Nicht so schwer, wenn ihr so gierig nach Frieden drängt. Der Krieg hat euch ganz schöne Lasten angehängt. Drum geh, Liebe, führ doch den Spartaner her an seinen Händen. Und wenn er dir die nicht gibt, dann führ ihn an anderen Ecken und Enden. Dann führ doch auch den Athener her, damit unser Bund sie verbindet. Und streck dir die Hand hin, dann nimm, was immer sich findet. Nun, du Spartaner und du Athener, bitte. Ich bin nur eine Frau, doch wohnt in mir Verstand und trete dich in eure Mitte. Und sage euch ins Gesicht die Schelte, seid ihr nicht Söhne des selben Landes? Wisst ihr nicht mehr, Spartaner, die Feinde aus dem Norden euch bedrohten? Niemand anderes als Athen hat euch da geholfen. Und zum Dank verwüstet ihr das Land. Ja, weiß Gott, Lysistra, da sündigt Sparta. Ja, sie hat recht. Schaut's nur ihren Hintern an. Da glaubst du, uns Athener spreche ich frei? Ja. Wisst denn ihr nicht mehr, wie Sparta uns half, als fast 3500 Mann uns verschachert hätten in die Sklaverei? Niemand anderes als Sparta hat uns da geholfen, sodass wir heute freie Bürger sind. Ja, sie hat recht. Drum, was hindert euch daran, euch zu verbrüdern und euch zu versöhnen? Nur Brüder sollen sie uns wiedergeben. Das ist ein wichtiger strategischer Punkt. Nein, nein, das geht nicht, Herr. Na. Doch, gibt es ihnen. Was, den wichtigen Hafen? Verlangt doch einen anderen Ort zum Austausch. Das Land bei Chinus am Meeresbusen. Und auch die Landzungen. Nein, nein, das ist zu viel. Gebt ihnen doch die Zunge, streitet nicht schon wieder um den Busen. Sonst senkt uns die Zunge noch zum Hals heraus. Ja, ja. Wenn ihr versöhnt seid, dann findet sich das vielleicht alles. Nun gut, wie siehst du da, dir zuliebe. Hier meine Hand darauf, es gilt. Hier meine Hand. Ihr alle seid meine Zeugen. Gut so. Dann reinigt euch ein Bad. Dann laden wir Frauen euch auf die Burg ein. Und wir bieten euch alles an, was einem Gast gebührt. Dort sollt ihr erst den Eid des Friedens schwören, vor den Frauen Sparta, Athen, Theben und den anderen Teilen Griechenlands. Und jeder nimmt nur seine Frau und geht mit ihr nach Hause. Schnell, schnell, das wollen wir alle. Geht dir voran, wir kommen alle. Drum, was ihr euch schenken können, ist zuerst
der Friede selber. Zweitens aber, dass ein jeder seine Liebste, seine Frau, an der Hand nimmt und sie gerade so sehr, sie war, vor unserem Krieg, der uns Not und Frieden brachte. Furchtbar war uns euer Schwur. Nie vergessen, dass wir Männer wie ihr uns in Not gebracht haben. Furchtbar war uns euer Schwur. Denn wir lernten von euch Frauen, dass die Not, die uns brachtet, härter traf als selbst der Krieg. Liebste, ohne unsere Härte führe dir den Krieg noch weiter, ja. Vielleicht wärst du sogar schon tot. Drum sollt ihr euch alle freuen, ist das Fest auch bald vorbei, denn die Liebe gilt zu erneuern, denn sie macht uns satt und frei. Nun kommst du mit uns in die Burg hinein. Vom alten Kampfgeist wollen wir dich befreien. Ich hoffe auch, das Fest ist bald vorbei. Denn du, Geliebte, bist die wahre Feier. Der Frieden und die Liebe macht uns frei. Und dann zeige ich dir auch noch meine Plattensammlung. Läuft alles gut. Tanzet, oh tanzet unter dem Segen der Göttinnen und der Götter, des Friedens, der Liebe, der Freude und Fruchtbarkeit. Bacchus, du trunkener Gott des Festes, komm zu uns im Schwarm deines Liebestorngefolges. Zeus, komm zu uns in deinem Gewande aus Donner mit deiner Tochter, der Schützerin dieser Stadt, Pallas Athene. Wir rufen euch, heilige Zeugen des Friedens, den wir hier feiern, des Friedens, den die Sehnsucht nach Liebe gebracht hat. Wir preisen die Götter und die Menschen, die lieben und die schön machen, das Leben am Stadtberg Athens und in Themen am Ufer des Flusses Eurotas. Und unser Tanz, ja, unser Tanz, er preiset die Götter und die Menschen, die lieben und unseren Frieden. Unsere jungen Männer und unsere Mädchen, flinken Füßes, die Füllen laufen sie dahin und es wehet ihr Haar. Springet, springet wie Böcke am Bergkamm und singet, singet alle mit einer Stimme. Preiset die Göttin Athene, die Schützerin des Friedens und der Liebe, die stärker als alles. Sie sind die stärker als alles. Ich habe noch niemals, niemals so ein Fest gesehen. Sogar im tiefsten Frieden von Athen. Was ist die Spartaner? Spartaner? Nur gefahren.
sind so freundlich, wie sie nie noch waren. Vielleicht war es der Wein. Wein gab's genug. Und wir Athener waren fein und klug. Geistreif sind die Athener nur beim Wein. Ein Staatsmann sollte niemals nüchtern sein. Nee. Denn wenn wir nüchtern sind, haben wir nicht so viel an Menschlichkeit und Fantasie. Nein, erst rein, rein. Steht man auf du und du und hört dem, was der andere sagt, auch zu. Auch wenn man es nicht begreift, wird viel erreicht. Auch den ewigen Frieden stört man beim Wein leicht. Das Spiel ist aus, doch nicht aus sind die Kriege. Auch der zwischen Sparta und Athen, der Krieg ist nicht in Liebe, nein, im Blut erstickt. So ging's bis heut, Jahrhundert um Jahrhundert. Frauen? Ja, die Frauen haben oft was verflucht. Den Krieg der Männer, Brüder, Söhne. Sie kämpfen gegen ihn noch immer an. Doch kommt kein Friede bloß vom waffenlosen Kampf der Frauen gegen liebestolle Männer. Auch Aristophanes hat nicht geglaubt, es wäre so leicht, den Wahnsinn zu bekämpfen. Nur, dass es Wahnsinn war, das wollte er zeigen. Dass es denkbar wäre, dass Liebe siegt gegen Vorurteil und altgewohnten Hass. Und wahr ist auch, dass manche Frau und mancher Mann von Zeit zu Zeit erkannten, dass das Treiben von Rüstung, Feindbild alter Tradition, Gewohnheitsunrecht, das sich hält für Recht, zum Lachen wär, wenn's nicht zum Weinen wär. Drum denkt heute dran, es geht uns alle an. Es gilt für jede Frau und für jeden Mann. Wenn ihr noch leben wollt, verteidigt euch! Besonders gegen den Verteidigungsfall, in dem es nichts mehr zu verteidigen gäbe. Denn zu Lysistratas Zeit war der Krieg noch menschlich, unmenschlich. Es gab noch Sieger und es gab noch Beute und Aristophanes konnte noch lachen und sein Athen mit ihm lachen machen. Aber heute brauchen wir andere Rollen, wenn wir nicht nur heute nein, sondern auch morgen lachen wollen.
Aufführung mit so zahlreichen Erscheinen auf die Beine zu stellen, wenn uns nicht immer wieder viele Leute unterstützen werden, denen wir natürlich von Herzen danken. Große Firmen und mächtige Leute in Zerfeld möchte ich also hier mit Ehren und anführen. Renault Griesner in Zerfeld, Legerer, Heizung, Gas, Sanitär, Laxi Bachmeier, Buchhandel Birchmiller, Foto Jelinek, Wedel und Dick und die Buchbinderei Fuchs. Herzlichen Dank und großen Applaus. Immer wieder gewaltig spinnt.